Guten Tag. Heute präsentiere ich Ihnen die halbautomatische Entdeckelungsmaschine mit manueller Befüllung der Waben DV2. Die Halterung, auf der sie sich befindet, verfügt über drei solche ausziehbare Körbe zum Auffangen der Deckel. Die Körbe sind mit Löchern versehen, sodass der Honig in die Wanne abtropfen kann. Die Maschine besteht zur Gänze aus lebensmittelgeeignetem Edelstahl und verfügt über zwei elektrisch erhitzte Messer, die transversal schwingen. Das Erhitzen erfolgt über zwei Heizelemente mit 750 Watt und die Temperatur wird über ein digitales Thermostat gesteuert und erreicht 60 bis 70 Grad Celsius. Die Geschwindigkeit ist so schnell, dass trotz der hohen Temperaturen die HMF-Werte des Honigs nicht beeinträchtigt werden. Eine Besonderheit unserer Maschine ist das Schneiden unter Holz. Um die Maschine zu reinigen, reicht ein mit warmem Wasser angefeuchtetes Tuch. Am Ende der Saison empfiehlt sich eine gründliche Reinigung, um eine optimale Erhaltung der Maschine für das kommende Jahr zu garantieren.